Hallo, ich habe Post bekommen und zwar von der Kosmetikmarke Bendidura. Es ist eine recht neue Make-up-Marke, glaube ich, wenn ich mich jetzt recht erinnere oder irgendwie nichts Falsches erzähle. Und ich habe schon ein Video letzte Woche oder vorletzte Woche von Mira von die Pilgrim gesehen. Sie hat auch Post von denen bekommen und hat einen Look geschminkt mit den Produkten. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe auch einen Look geschminkt, aber ich habe dabei nicht gefilmt, weil ja, der Akku war schon leer. Deswegen zeige ich euch den Look und zeige ich euch dann die Produkte, die ich verwendet habe. So irgendwie. Jetzt kommen wir erstmal zu der Marke selber. Das wäre halt ein Prospekt. Die Marke ist halt hier Bendidura. Das ist ein Katalog mit den ganzen Sachen, die sie haben. Man kann sich, wie ich das verstanden habe, Paletten selber zusammenstellen. Und zwar dann halt querbeet mit Lidschatten, Lippenstiften, Make-up. Ja. Also ich zeige euch mal jetzt hier. Das wären jetzt hier halt so Make-up-Sachen, zig verschiedene Töne. Dann gibt es hier HD-Foundations. Dann, also die haben ganz viele Farbabstufungen, sogar weiß und ganz dunkel. Dann gibt es halt so Make-up-Dinger hier, so Pöttchen. Dann Konturenstifte. Hier, das sind Konturenstifte. Dann, ja, Lidschatten in Hülle und Fülle. Also das sind hier Lidschatten, ganz verschiedene Farben, der Dead Matte, achso, hier geht es nur weiter. Ja, also ich zeige euch das jetzt mal alles kurz. Preise stehen hier nicht bei, aber auf der Homepage von Bendidura seht ihr ja, die Preise. Lippenfarben. Pinsel, die sehen auch alle recht gut aus. Bendidura Pinsel. Pinselreiniger auch sogar. Den werde ich glaube auch mal testen. Oh, Wimpern. Zig verschiedene Wimpern. Sehr, sehr cool. Oh, noch mehr Wimpern. Ja. So. Gleich sind wir durch. Sogar einzelne Wimpern gibt es auch. Und dann gibt es noch Equipment, Leerpaletten, Spachtel, Puderquaste, Schwamm, Spiegelkoffer, also alles. Also Bendidura ist halt ja, so eine Make-up-Marke auch für Visagisten und so. Ist halt vom Preis her, kann man das nicht mit Drogerie vergleichen, absolut nicht. Es ist schon hochpreisiger, kann man eigentlich so mit MAC vergleichen. Ich glaube, wenn man sich eine Vierer-Palette zusammenstellt, ist man auch in einem Preisrahmen von 36 bis 40 Euro, habe ich mal geguckt. Glaube ich, ja. Aber die Lidschatten sind größer als MAC, also das schon mal vorab. Jetzt kommen wir zu den Sachen, die ich zugeschickt bekommen habe. Das sind zwei Sachen. Und zwar habe ich einmal eine Vierer-Palette bekommen. Die sieht so aus, ist halt in so einem Karton, auch in schwarz gehalten. Sehr schlicht und ja, schick. Schwarz geht ja immer. Und dann hole ich die Palette raus, die ist dann halt so groß. Und ich habe keine Farben ausgesucht, die haben mir die Farben selber zusammengestellt und ich bin so begeistert. Ich... So, mir ist vorhin schon... Leider die Palette einmal runtergefallen und deswegen ist der eine Lidschatten ein bisschen bröselig. Und das wären halt jetzt so die Farben. Ich hoffe, man erkennt was und das blendet nicht so wegen dem Licht. Die Lidschatten, wie gesagt, sind schon recht groß. Hier oben ist halt ein Spiegel drin. Und ja, also. Die Farben heißen Medusa. Medusa ist halt ein matter Lidschatten. Dann kommen wir, das ist Champagner.
das ist pompös und das ist Magic. Ja. Sehr, 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 sehr super pigmentiert. Also man braucht nur mal mit dem Pinsel einmal reinstippen und man hat richtig viel Farbe. Ich musste immer am Rand halt abklopfen, damit ich nicht zu viel Farbe auf dem Pinsel habe. Und ich habe jetzt meine Augen mit allen Farben geschminkt. Und ich zoome euch jetzt mal ran, damit ihr mal sehen könnt, wie das Augen-Make-up aussieht. Und zwar so. Habe ich aufs komplette bewegliche Lid die Farbe pompös genommen. Das wäre die hier. Habe ich es auf komplette bewegliche Lid, dann in die Lidfalte und nach innen hin habe ich dann die Farbe Medusa genommen. Obwohl die Farbe matt ist, komme ich damit richtig gut klar. Dann verblendet oben habe ich mit dem hellen Ton, das ist der Champagner, auch richtig, also wenn ich jetzt mal reingehe, ihr seht ja, ne, wie pigmentiert das ist. Genauso wie die andere matte Farbe. Ich gehe mal in allen rein. So, oh Gott, jetzt habe ich hier schon zu viel genommen. Und jetzt seht ihr ja. Und in die letzte Farbe. So, das wären jetzt halt die vier Farben. Ja. Wie gesagt, verblendet mit dem Champagner. Dann halt einen Lidstrich gezogen mit einem Liquid Liner. Und dann halt einfach die Wimpern getuscht. Ja, ratzfatz wäre das Augen-Make-up dann fertig. So, jetzt zoome ich mal wieder raus. So. Und dann habe ich noch einen Konturenstift zugeschickt bekommen. Das ist die Farbe, habe ich jetzt noch gar nicht geguckt, Cheetah. Ich weiß aber nicht, wo... Ja, nee, Schiefer. Schiefer, nicht Cheetah. Also das ist halt so die Farbe, aber ich kann mir die jetzt nicht auf den Lippen vorstellen. Weil das ist so ein Schiefergrau. Also, ich weiß es nicht. Ich male das mal auf der Hand, so ein bisschen dicker, breiter. Das wäre Schiefer. Ja, mal gucken. Also, da konnte ich jetzt noch nichts mit anfangen, wo ich nicht weiß, ja, um das irgendwie einzusetzen. Ich verlinke euch mal die Seite von Benidora unten in die Infobox. Dann könnt ihr selber mal gucken. Ich werde mit Sicherheit mir da noch was bestellen, weil ich bin von der Qualität echt super angetan. Mira sagte in dem Video, dass die so unheimlich aber parfümiert sind. Ja, das stimmt. Aber ich finde das jetzt nicht schlimm, das riecht so wie, ja, wie Weichspüler oder Wäsche, finde ich. Also ich finde es nicht schlimm. Und man riecht es ja auch nicht am Auge dann. Ja, also dann wäre es jetzt von mir. Und ich bedanke mich nochmal ganz lieb bei Benidora, dass ich die Sachen zugeschickt bekommen habe. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Und ja, wenn ihr mögt, dann sehen wir uns dann halt beim nächsten Mal. Tschüss!